Hey Leute, ich bin's wieder, euer Rotax und herzlich willkommen zum nächsten Server-Tagebuch-Video hier auf meinem Channel. Ja, und dieses Mal wieder mit einem kleinen Event-Video, war ja schon länger kein Zweifel, wo ich dabei war. Ich glaube, das nächste Event wird übrigens dann Obsidian King werden, wo ich dann dabei bin, was dann als Server-Tagebuch-Video auch kommt. Und diesmal begrüße ich euch quasi zu einem Spieler-Event, und zwar ist es die CutCon League 2016, das zweite Mal jetzt. Hat wieder mega Bock gemacht. Es ist quasi für alle, die sich nicht auskennen, es ist Fußball in Minecraft mit einem Minecart. Quasi auf Tore halt spielen gegen Teams, also 4 gegen 4 immer. Und es macht echt mega Spaß. Also wie gesagt, für alle, die das kennen, den Spielmodus, die wissen eh Bescheid. Aber es macht auf jeden Fall mega Bock hier irgendwie, wie soll ich sagen, damit zu spielen und vor allem im Team damit zu spielen. Und ja, ihr seht ja mal so das erste Spiel, das wir hatten, und da hat man direkt mal ein 1-0 Führung und das hat ja, das macht halt irgendwie dann Bock. Aber das erste Spiel, muss ich dazu sagen, war richtig katastrophal. Da sind immer Leute im Minecart gesessen, man konnte nicht gescheit spielen, die Leute haben mit Rückstoßschwertern gespielt, also ein bisschen, ja, da waren halt noch so ein bisschen die Teams dabei, die auch das Ganze nicht so ernst genommen haben und halt Blödsinn gemacht haben. Aber gut, kann man nichts machen, ist halt so gewesen. Wir haben dann irgendwie das erste Mal, ich glaube, 13-0 oder so gewonnen gegen die, also von dem her, die wurden eh so richtig schön weggeeast von uns, von dem her passt es schon. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Ich bedanke mich mal direkt im Vorhinein bei den Veranstaltern. Ich glaube, DMD10 und Marcolino haben da ziemlich viel mitgemacht, quasi hier veranstaltet als Eventleiter quasi. Und jo, hier sieht man mich mal nochmal so ein bisschen rumtanzen, als es ja eh schon irgendwie so 10-0 gestanden ist. Ja, 7-0 sind wir hier vorne, da habe ich mal ein bisschen ja, für YouTube ein paar coole Szenen geschossen. Ja, und dann ging es hier in die Vorrundenspiele weiter, also hier war dann Team Farbwechsel gegen Team Pink oder irgendwie so, oder Team Rot, ich weiß gerade gar nicht, wie die geheißen haben. Auf jeden Fall gab es halt 8 Teams und der Gewinner bekam eben Leuchtfeuer, der zweite Platz Widerköpfe, der dritte Platz, ich glaube, es waren Frankreichköpfe oder sowas. War auf jeden Fall echt coole Gewinne dabei, muss man echt sagen. Und für das, dass es ein Spiele-Event war, auch richtig gut organisiert und so, hier sieht man auch links die ganzen Rüstungen, alle schön im Einklang, rechts auch, da kann man halt sehr, sehr gut die Teams unterscheiden. S-Mod war natürlich auch am Start, damit er die ganzen Spieler band, die hier gestört haben. Und jo, war auf jeden Fall richtig nice. Ihr seht es gerade nochmal, Team Rot, glaube ich, ist jetzt gegen Team Blau oder sowas. War auf jeden Fall echt lustig, das Ganze hier zu verfolgen und mitzufilmen und so Zeug. Hat auf jeden Fall echt Bock gemacht. So, und ich glaube, hier fällt dann auch gleich ein Tor, wenn ich mich nicht täusche, oder war das vorhin? Ich glaube, das war in der vorigen Aufnahme. Auf jeden Fall zu dem Video nochmal. Ich habe das Ganze so geschnitten, damit es einfach für euch ein bisschen interessanter zum Anschauen ist. Hier am Anfang sehen wir halt ein bisschen mehr kürzere Szenen, ein bisschen mehr Spannung. Und ja, dann kommt halt quasi die Siegerehrung. Wir haben, ja, da kommt halt die Siegerehrung. Das sage ich jetzt noch nicht, wer gewonnen hat. Und ganz zum Schluss habe ich dann das Finale drangehangen mit Musik. Das dauert irgendwie 8 Minuten oder so, die Hälfte vom Finale könnt ihr euch dann angucken, die zweite Hälfte. Einfach nach dem, es ist circa bei der Hälfte der Folge beginnt das Finale, da ist dann halt nur noch Musik, kein Commentary von mir dabei. Einfach für die Leute, die es interessiert, für alle, die quasi hier nur mal so ein bisschen das Event verfolgen wollen, wie das war, für die habe ich mal diese spannenden Szenen zusammengeschnitten. Für alle, die das Ganze, wie gesagt, vollständig gucken wollen, können einfach nachher reinschauen und sich das ganze Finale angucken, mit wunderschöner Musik dann im Hintergrund. So, und hier geht's eben los, hier haben wir so ein bisschen immer in die Ecken gedrängt, die Minecarts, und versucht aus den Ecken so in die Tore zu schießen. Hier übrigens ganz am Anfang sind wir relativ in Bedrängnis gekommen, die sind immer bei unserem Tor da rumgegammelt, die Leute, also die Team von, also das Team Pyrox LP, wer ist noch alle dabei? Ja, halt die Grünen da. Und guck, das ist so quasi unsere Taktik gewesen. Immer rausspielen in die Mitte und dann zack, rein ins Tor. Und das war auch das 1-0. Und wenn man 1-0 vorne ist, ihr kennt das wahrscheinlich, falls ihr euch Fußball guckt oder spielt, wenn man 1-0 mal vorne ist, dann ist das mal eine Motivation fürs Team, oder das ist zumindest mal ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist ein Ansporn weiterzumachen oder generell so, oh gut, wir können doch was. Wenn man dann 13-0 gewinnt, weiß man, oh, das war richtig nice. So, auf jeden Fall, ja, hier greifen wir dann wieder an. Ich gucke, es ist eigentlich immer dieselbe Taktik. Wir spielen in die Mitte, zack, und direkt rein ins Tor. Und das geht eigentlich relativ gut auf. Ich meine, anders kann man Fußball eh nicht spielen. Man muss irgendwie von der Seite auflegen. Der andere geht drauf und macht dann das Tor. Weil einzeln aufs Tor gehen hat dann nicht viel Sinn mit dem Minecart, wenn da dann 4 Leute kommen und verteidigen. So, das nennt man Teamwork. Und der Chaos-Juice ist übrigens ganz, ganz fleißig am Kommentieren, wie man im Hintergrund sieht. Ich glaube, der fand es lustig oder so. Wenn er da alle 5 Sekunden irgendwas reinschreibt, aber naja, mich soll es nicht stören. Der Chat wird eh zugespammt mit You don't have the permission to destroy vehicles here und you are in non-PvP area. Von dem her schadet ein bisschen Abwechslung im Chat eh nicht. Hier wurde übrigens immer so ein bisschen Feuerwerk gezündet, da leckt ganz, ganz wenig bei meinem Laptop, weil doch viel Spieler waren und so Zeug, also da muss ich mich mal bei euch entschuldigen. Ich glaube, das ist aber nicht allzu schlimm, also es geht dann runter irgendwie auf 20 FPS kurz, aber ist halt nur ein Laptop und viele Leute, viele Events, viel Feuerwerk, das zieht halt ordentlich Leistung, ihr seht es gerade. Das Bild ist nicht mehr gar so flüssig. So, auf jeden Fall, hat echt Bock gemacht, also wie gesagt, Fußball in Minecraft ist echt richtig nice. Hier sieht man nochmal so ein Vorrundenspiel dann, wie das Ganze abgelaufen ist. Hier nochmal Team Farbwechsel, links gegen Team Blau oder so war das.
Den ganzen Chamäleonköpfen, das sieht auf jeden Fall echt gut aus. Zack, da sind die mal direkt draufgegangen. Seht das, wie das läuft. Und ja, wie gesagt, ist echt spannend gewesen. So, also für alle, die Fußball mögen. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fußballfan, wenn ich ehrlich bin. Für alle, die Fußball mögen, ist es natürlich das beste Event, das es da gibt, irgendwie auf CutCon. Aber ich persönlich bin ja eigentlich gar nicht so der Fußballfan. Aber das muss ich ehrlich zugeben, das macht echt Spaß. Einfach, weil du halt so. Ist halt ein bisschen anders. Du bist halt zu viert gegen andere vier. Hier, guck, zack, da habe ich es richtig verkackt. Da hätte ich besser draufgehen müssen. Bei der Auflage von Minecart. Fußball kann man ja da schlecht sagen. Auf jeden Fall macht es da irgendwie trotzdem echt Bock, da mitzumachen. Hier nochmal, Alter, richtig schlecht verkackt. Manchmal bin ich echt nicht gut gewesen, aber dafür habe ich auch das ein oder andere Tor geschossen, von dem her passt es. Und ich glaube, insgesamt haben wir in dem Turnier über 30 Tore geschossen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dürften relativ viele gewesen sein im ersten Spiel, 13-0. Ich glaube, zweites Spiel haben wir irgendwie 3-1 oder ich weiß gar nicht, irgend sowas gewonnen. Das Finale, da muss ich jetzt kann ich es mittlerweile schon sagen, dass im Finale geht es dann so, halt so aus. Ich muss es ja sagen, weil vielleicht kommt die Siegerehrung, haben wir dann, ich glaube, auch nochmal 11-0 oder so gewonnen. Also richtig hoch eigentlich im Finale. Das ist ja eigentlich nicht so, für alle, die das letzte Video kennen, das ist ja eigentlich nicht so üblich, dass man im Finale 11-0 gewinnt, aber war auf jeden Fall schon echt nice. Hier habe ich mal das erste Tor geschossen, auch gegen die Teamfarbwechsel. Das war echt gut, cool, weil die waren echt gut drauf, also die waren wirklich gut drauf. Großes Lob geht übrigens raus an alle anderen Teams, oder übrigens Grüße gehen raus an alle, die da mitgemacht haben an dem Event und dabei waren. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht und ja, wie gesagt, hat was irgendwie, das Fußball hier in Minecraft. Würde ich wieder mitspielen, auf jeden Fall, wenn es da wieder was gibt und vor allem, wenn ihr da Bock drauf habt, dann nehme ich das auch wieder auf, das ganze Event. So, hier nochmal aus dem Eck rausgespielt, glaube ich, und jetzt fällt hier, glaube ich, noch ein Tor. Oder fällt hier noch ein Tor an? Nein, hier fällt kein Tor mehr. So, aber jetzt fällt hier gleich ein Tor. Hier seht ihr dann nochmal, also es ist eigentlich eh relativ einfach, will ich jetzt nicht sagen, aber man muss halt immer gucken, dass man den Gegner ausspielt, gut zusammenarbeitet und dann direkt aufs Tor geht. Ihr seht ja hier immer so schräg von links und rechts bringt halt gar nichts, weil halt da die Schienen sind, die das wieder rausleiten. Aber naja, hat auf jeden Fall echt Bock gemacht. Wie gesagt, nach dieser Runde, wo wir hier gerade spielen und gewonnen haben, wäre eigentlich die Finalrunde gekommen. Die hänge ich jetzt aber hinten dran, einfach damit das Video, weil die meisten gucken ja so 7-8 Minuten zu, damit die halt quasi alles vom Event mitbekommen haben. Und für die, die es interessiert, für die, die Bock haben, die können einfach nach den 8 Minuten nochmal gucken, wie das Ganze hier ausgegangen ist im Finale. Also wirklich das ganze Finalspiel habe ich jetzt hinten dran gehangen. Und ja, hier seht ihr es, hier sind wir auf dem ersten Platz. Team Chicken Wins. Grüße gehen raus an Xilvan, PvP, Paul Mara und Vatari, meine Teamkollegen. Und ja, links von uns das Team Farbwechsel und rechts von uns der dritte Platz, war, glaube ich, gar nicht da anwesend, wie wir gerade die Siegerehrung gehabt haben. Ihr seht es, das dritte Podest ist leer. Auf jeden Fall, Dankeschön für die Eventveranstaltung nochmal und danke für alle, die mitgemacht haben. Und danke nochmal an unser Team oder an mein Team hier, mehr oder weniger. An Team Chicken Wins mit den Chicken-Köpfen, da hat echt Bock gemacht. Und als Preis haben wir bekommen ein Leuchtfeuer und einen Diamantblock. Und das ist ja echt cool für ein Spieler-Event, weil das ist ganz normaler Spieler, so wie ich und du wahrscheinlich, wenn du da gerade zuguckst. Und der hat hier einfach mal ein Event gemacht und haut hier mega Preise raus. So, und hier beginnt es das Finalspiel. Das war gegen Team Farbwechsel. Und ja, war auf jeden Fall echt spannend. Seht ihr hier gleich, ich habe hier mal angefangen. Also, ich habe jetzt das ganze Finalspiel hat 12 Minuten gedauert. Ich habe jetzt mal 8 Minuten rausgenommen von den 12 Minuten. Also, die quasi zwei Drittel oder so von der ganzen Spielzeit. Und habe mal mit dem ersten Tor angefangen, damit es ein bisschen spannend ist. Ich verabschiede mich dann mal vom Commentary und gebe an die Musik über. Bis zum nächsten Mal, euer Rotax.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light.